Mein Name ist Nathalie Emmer, ich stehe gerade vom Deutschen Ledermuseum. Ich arbeite freiberuflich beim Medienprojektzentrum Offener Kanal Rhein-Main und unterstütze eine der Filmgruppen heute beim Drehen. Wir befinden uns hier, weil wir momentan einen dreitägigen Workshop durchführen, der sich mit dem Thema Upcycling und Recycling beschäftigt. Wir arbeiten momentan mit Jugendlichen und Schülern, die sich mit dem Thema beschäftigen. Bei dem Projekt gibt es drei Teile. Wir haben zwei Filmteams, wovon das eine die Ausstellung dokumentiert und das andere Team beschäftigt sich im Werkraum mit den Gegenständen, Schmuckstücken, die dort hergestellt werden. Sieht besser aus, ne? Muss man ja nicht so gehen. Und in der Mitte mache ich vielleicht noch was dran, dass man da so Scheine reinmachen kann. Wir machen Filme und basteln aus alten Lederresten Schmuck, Taschen und sonst noch andere Sachen. Man sieht ja, was für schöne Sachen daraus kommen, wenn man einfach weiß, wie man damit umgeht und sich einmal wegschmeißt. Topfen, das heißt in der Höhe. Ich habe dann immer mal das Mikrofon in der Hand oder ich filme mal mit. Und zwar erklären wir einfach nur, was die Schüler machen, warum sie vielleicht ein Mäppchen basteln. Und ob sie wirklich auch gedacht haben, dass es so einfach wird oder ob es dann schwieriger ist. Also das ist ein Kropfband eigentlich. Das habe ich hier hinten mit einer ganz normalen Schnalle verschlossen. Das hier habe ich angenietet, erst angenäht mit Draht. Ja. Und das hier habe ich halt noch, musste ich halt kleben, weil das sonst nicht gehalten hätte. So, wenn man vor der Kamera steht, ist es ja immer, wenn man es im Fernsehen sieht, denkt man sich ja immer, das ist einfach und so. Und wenn man jetzt selber vor der Kamera steht, dann ist es nochmal ein bisschen ungewohnt, aber es macht recht viel Spaß. Beides, wir schneiden und filmen, natürlich die Projekte. Weil wir halt zu dem Projekt rübergehören, dazu muss man auch anders beide können. Das heißt, selbst produzieren, selbst filmen, selbst schneiden und dadurch auch zu Experten werden. Okay, sollen wir aufnehmen? Wir waren jetzt zwei Tage im Ledermuseum und morgen werden wir in den offenen Kanal zum Schnitt gehen. Also heute sind wir im Medienprojektzentrum im offenen Kanal und jetzt zeigen wir euch, was die einzelnen Gruppen machen. Wir sind eine Klasse von der Modeschule, von der Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode und machen ein klasseninternes Projekt zum Thema Nachhaltigkeit und haben uns das Thema Plastikmüll eben ausgesucht. Ich versuche das nur ein bisschen hochzudrücken. Ne? Genau, das zeigt quasi, wo sich die Müllteppiche ansammeln. Ja, wir wollen das als Erklärvideo nutzen und immer Text dazu sprechen, was genau eigentlich wirklich passiert und wie es zu dieser Verschmutzung kommt. Nee, zum
eins ist ja wirklich ein Riesenthema, dass Plastikmüll sich in den Weltmeeren sammelt. Und es sind vor allem PET-Flaschen, die eine sehr große Verschmutzung darstellen. Und deswegen haben wir uns auch für PET-Flaschen entschieden, die dann später weiterverarbeitet werden. Wir sind hier gerade im Gallus-Zentrum. Das Gallus-Zentrum ist ein Medienzentrum und macht medienkulturelle Bildungsprojekte. Das ist uns ganz wichtig zu sagen, wir machen medienkulturelle Bildung. Das heißt, wir arbeiten mit Medien und mit der kulturellen Bildung, weil die kulturelle Bildung für uns der beste Lernansatz ist, weil man immer an den Lebenswelten ansetzt und diese Wertschätzung der Teilnehmer, die hierher kommen und sie da abzuholen, wo sie stehen, dass sie die Möglichkeit haben, mit den Projekten zu wachsen und mit den Produkten, die sie bei uns zu erstellen, auch mehr Selbstbewusstsein erlangen können. Die anderen, die führen Interviews durch und befragen Menschen zu ihrem Verhalten bezüglich Plastikmüll. Also innerhalb meiner Gruppe das ist die Arbeit auch nochmal aufgeteilt. Also es sind ein paar von den Schülerinnen rausgegangen, um Interviews zu machen auf der Straße, und ein anderer Teil ist hier geblieben, um an diesem Erklärvideo, an dem Teil, der an so dem Sujet oder an, wie heißt das, Genre Erklärvideo so festzumachen. Ich bin Dominik, Dominikus Landwehr genau gesagt. Ich bin hier im Hause Medienpädagoge und zeige den jungen beteiligten Damen und Herren, wie man ein Video dreht. Genau, das ist das Schnittprogramm Premiere Pro, etwas komplex für Anfänger. Und es geht immer so, man hat hier eine Szene liegen, zum Beispiel die gerade drin ist. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kommt die nächste Szene. Da passiert was, die träumt was und dann kommen auf einmal 7 Minuten Interviews, das ist zu lahm. Das sind viele Kleinigkeiten, die wir noch nicht gewusst haben, und das braucht wirklich sehr viel Geduld und sehr viel Wissen da hinten. Ja, das ist auch was sehr Interessantes, das man mitnehmen kann. Diese Möglichkeit, sich mit einem kreativen Medium eine Woche lang mal mit einem Thema zu beschäftigen, ist für jeden was Besonderes. Also es macht auch Spaß, wenn es mal was Neues ist. Man hat nicht nur das Alltägliche, was man in der Schule macht, und ja. Ich bin Rolf Lang von der Philipp-Kraft-Stiftung hier in Elthülle, und wir freuen uns riesig, dass hier dieses Projekt mit den berufsbildenden Schulen Geisenheim zustande gekommen ist mit dem Möbelbau, weil wir haben hier die Chance, einen Jugendpark der Kulturen als Begegnungsort von einheimischen Jugendlichen mit Migrations- und Fluchthintergrund zu entwickeln. Und das geht halt am besten gemeinsam und mit so tollen Aktionen wie hier mit den Schülern aus Geisenheim, die mit Freude und Spaß und Engagement und heute auch mit Sonnenschein am Arbeiten sind. Beruflichen Schulen in Geisenheim haben besondere Schulklassen, in denen viele geflüchtete junge Menschen drin sind, die hier angekommen sind und die Sprache lernen wollen und ins Berufsleben starten wollen. Und eine dieser Schulklassen, davon haben wir 8 Schüler hier, die das Projekt effektiv, die Möbel bauen. Und dann ist noch eine kleine Truppe von 3 Leuten hier, die den Film drehen, den wir dann später sehen werden. Oh,
Hallo, ich bin Sebastian Lorenz und ich bin eigentlich Lehrer an der Berufsschule in Geisenheim. Und ja, warum bin ich hier? Ich wurde gefragt und habe nicht schnell genug Nein gesagt. Wir sind direkt unterhalb der Eltwiller Burg, also im Prinzip im Wohnzimmer der Eltwiller Burg. Es gab hier ein verwunschenes Gelände hinter dem Zwinger, das nicht genutzt wurde, das vergammelt war. Wir haben Schutt lag hier drin und wir haben dieses Gelände übernommen und haben das mit Hilfe von ehrenamtlichen Jugendlichen, die ehrenamtlich hier gearbeitet haben, haben wir dieses Gelände auf Vordermann gebracht. Die Stadt hat gesagt, wir können das Gelände haben, aber wir wollen nichts damit zu tun haben, wir müssen es pflegen. Und diesen Deal geben wir quasi an engagierte Gruppen weiter. Ich bin Leis Akedi und ich komme aus Damaskus. Es liegt Osten Syrien. Ich bin seit 2 Jahren in Deutschland und wir haben 6 Stühle oder 8? 8. 8 Stühle und 2 Tische haben gemacht. Gut, wir sind freundlicher und alles gut. Natürlich bei uns hauptsächlich das Thema soziale Nachhaltigkeit und wir bringen Menschen in Kontakt. Wir wollen, dass die Einwohner in Eltville mit den neu zugezogenen in Kontakt kommen. Man lernt sich kennen und man lernt sich schätzen. Wir sind hier gerade in Eltville. Wir sind an der Burg von Eltville. Unsere Aufgabe ist, Videos und Fotos zu machen und die Intea-Klassen aufzunehmen. Das Film an sich war auch ganz interessant. Ich meine, es ist jetzt natürlich bei uns jetzt eher simpel gemacht. Wir haben es einfach mal angeguckt und ein bisschen gefilmt, was wir so machen und sich drin ein paar Bilder gemacht. ja. Und da haben wir jetzt ein wunderbares Beispiel, also mit den berufsbildenden Schulen. Und vorhin haben wir ja die strahlenden Augen gesehen. Wenn man dann vor seinem Objekt steht, dann ist es zwar irgendwann Arbeit gewesen, aber eigentlich ist man nachher auch stolz drauf. Gehen Sie mir kurz 10 Sekunden. Also mein Name ist Christina Wichert, ich bin die Fachlehrerin also der Klasse 11 FOG 1. Ich bin Katharina und ich bin die Puppendoktorin in unserem Film. Mein Name ist Benjamin und es ist in der Eugen-Kaiser-Schule. Und ja. Und also wir drehen das Ganze zusammen als Klasse und versuchen daraus was Gutes zu machen, um auch die Nachhaltigkeit zu zeigen. Ich bin Leon Rappelt. Ich bin für einen Großteil der Videoaufnahmen und für den Schnitt zuständig von unserem kleinen Film. In der ersten Woche waren wir im Puppenmuseum, haben uns das Ganze angeguckt und haben uns überlegt, was wir eigentlich so richtig drehen wollen und haben uns auch schon so grob eine Geschichte überlegt. Also ein Mädchen hat eine Puppe als Kind, die sie Sie wird halt älter und die Puppe geht immer mehr kaputt und irgendwann wirft sie die Puppe halt weg. Aber die Puppe wird dann wiedergefunden, repariert und findet dann einen neuen glücklichen Besitzer. Dann wird das Mädchen, der die Puppe aber gehört, halt eben auch älter. Und sie entscheidet sich dann halt eben dazu, ihre Puppe auszusortieren und sie auf den Sperrmüll zu packen. Was natürlich schade ist, weil man wächst ja irgendwie mit sowas zusammen und es hat ja auch nicht nur einen materiellen Wert, sondern einen emotionalen Wert. Also sie entscheidet sich dann halt eben dazu, die Puppe wegzuschmeißen. Und das tat dem Kind zwar leid, aber sie ist dann weg. Das ist ja auch heute das Ding der Gesellschaft. Lieber was Neues dann anschaffen. Und dann ist die Puppe aber dennoch gefunden worden im Müll oder im Sperrmüll und wurde dann zum Puppenmuseum, zum Repair-Café gebracht. Es waren dann Fachmänner da, die sie super repariert haben. Und dann kam sie wie durch ein Wunder wieder zu dem ehemaligen Mädchen zurück. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. In der zweiten Woche sind wir dann ein bisschen ins Detail gegangen und haben uns um die ganzen ersten Szenen gekümmert. Das Problem war, wir hatten so viele Ideen, aber so wenig Zeit, dass man nicht alles wirklich umsetzen konnte. Am Anfang waren die Ideen riesen hochgesteckt und alles. Dann haben sie doch gemerkt, sie müssen auf den Punkt kommen. Und das sah ich ab und an mal als Problem. Letzte Woche hatten wir das dann fast komplett fertig gedreht gehabt,
haben uns aber dann nochmal überlegt, das Ende nochmal zu drehen, das wäre dann heute. Und die Woche drauf haben wir uns wirklich nur ums Lichten und ums Schneiden gekümmert. Naja, man hat halt doch gemerkt, ein Kurzfilm, man kann keinen in ein paar Terminen, wir hatten ja auch einen begrenzten Zeitraum, da kann man natürlich keinen Hollywood-Blockbuster erstellen, auch von allen mit unseren Mitteln. Ne? Und man musste sich schon im Kürze der Zeit, in der Kürze liegt die Würze, auch auf einen Kurzfilm einlassen. Das ist ein Kurzfilm und da hat man super viele Ideen, aber man muss die sehr klein halten dann. Das Thema Reparieren ist zwar grundsätzlich ganz gut, wegen Nachhaltigkeit, aber das dann auf Spielzeuge zu beschränken, ist dann halt irgendwie so sehr eingeschränkt. Ja, natürlich. Nachhaltigkeit ist ja was uns alle betreffen sollte, weil nach uns gibt es ja noch ein paar mehr Generationen, die auf dieser Erde leben müssen. Weil heutzutage wir einfach viel zu viel wegschmeißen und es wird immer gesagt, dass man mal nachhaltiger lebt, dass man auf Dinge achtet, aber trotzdem sehr, sehr viel wegschmeißt. Sieht man einfach im Müll. Man muss nur mal durch die Straßen gehen und was da auch an Müll liegt oder am Müllabfuhr, wie die ganzen Mülltonnen überquellen. Und wenn Schüler da doch mal ein bisschen drauf geschult werden, nachhaltiger zu sein, nicht gleich was wegzuschmeißen, sondern sich mal was wieder zu reparieren, finde ich sehr, sehr wichtig. Genau, also die Idee hinter dem Film soll halt eben sein, es muss nicht immer, nur weil man es nicht mehr braucht, weil man keine Verwendung mehr für etwas hat, weggeschmissen werden. Es kann ja auch sein, dass andere Leute eine Verwendung dafür haben. Zum Beispiel jetzt mit dieser Puppe, mit der wir die ganze Zeit gearbeitet haben. Ich hätte nie gedacht, dass wir es wirklich hinbekommen, sie wieder zu reparieren. Und das hat mich halt schon gewundert. Ich kann ja eigentlich mehr oder weniger alles reparieren. Es gibt ja so viele Sachen, die weggeworfen werden, die man reparieren könnte. Alle möglichen Klamotten zum Beispiel. Ich finde es auf jeden Fall wertvoll, so einen Film zu machen. Halt einfach nur auch so ein bisschen für die Aufklärung unter den Leuten. Weil die Sache ist, viele Leute leben halt so, als würden sie nur einmal leben, weil lebt ja auch nur einmal, aber die Sache ist halt eben, viele Leute leben sehr egoistisch und die sehen es halt eben so, ja, wenn ich verreck, dann ist mir sowieso nach mir die Sintflut. Und deswegen ist es schon wichtig, auch sowas aufzuklären, weil auch unsere Kinder müssen irgendwann mal auf diesem Planeten leben und der sollte dann nicht ganz so kaputt sein. So, das war ein Projekt der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main in Kooperation mit dem Puppenmuseum, mit dem Repair-Café. Und die Kulturtechnik des Reparierens sollte da mal wieder mit aufgegriffen werden, weil viel zu viele Leute schmeißen Spielzeug weg, kaufen sich neue Dinge, anstatt einfach das zu reparieren und schauen, was kann man noch draus machen. Aber am Ende haben wir es ja doch ganz gut hinbekommen. Ja, hallo, mein Name ist Eberhard Roth. Wir sind hier in der Hattersheimer Siedlung. Ich bin Mitarbeiter im Stadtteilbüro. Das Stadtteilbüro wurde gegründet über das Programm Soziale Stadt und wir organisieren Gemeinwesenarbeit. Also 2013 haben wir das Projekt Essbare Siedlung ins Leben gerufen und haben ein Urban Gardening-Projekt in Hattersheim in der Siedlung gestartet. Und hier sieht man, wie die Wiese vorher aussah, das Abstandsgrün zwischen den Häusern. Und dann wurde angefangen zu arbeiten. Also mit Ehrenamtlichen aus dem Stadtteil haben wir dann angefangen, die Fläche herzurichten. Unser Hauptaugenmerk ist, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Ja, wir waren anfangs unsicher, wie es funktioniert und sind selber überrascht, wie nachhaltig die Gärtner dabei sind. Es gibt zwar immer wieder eine Fluktuation, aber wir haben nie leerstehende Gärten. Und dann kam mir die Idee auf mit dem Jugendfilmprojekt. Ja, und da ich mit der Heike Bülter hier vom Stadtteilbüro schon ganz viele tolle Projekte im Rahmen von Garten Rhein-Main gemacht habe und gedacht habe, das passt gut hier in die Siedlung, habe ich sie angesprochen und den Eberhard Roth. Und die Idee war das dann, das Projekt hier in den Osterferien zu integrieren. Ja, ich bin die Heike Bülter, ich leite hier das Stadtteilbüro, wir sind nächstes Jahr 20 Jahre hier. Und dann war die Idee, doch dieses Thema zu nehmen, also es ist eigentlich ein bisschen an uns herangetragen worden, aber wir fanden es dann auch sehr nett, doch über Urban Gardening und ob Jugendliche in ihrer Form Zugang dazu kriegen und gucken, wie sie das filmerisch umsetzen. Das Projekt heißt Urban Gardening. Übersetzt städtische Gärtenanbau. Es ist ein Projekt, wo man halt Gärten auf freien Flächen baut. Frag doch am besten bei den Gärtnern und Gärtnerinnen. Eigentlich ganz cool, aber wenn ich das so sehe, sieht es nach einer Menge Arbeit aus.
Wieso haben die Leute so große Lust drauf? Ja, ich bin Hanna Weber. Ich studiere in Köln und bin ursprünglich hier aus Hattersheim. Genau, ich komme hier tatsächlich, meine Eltern wohnen um die Ecke. Und ich kenne die Siedlung und das Projekt kannte ich aber tatsächlich nicht. Ich bin jetzt nicht mehr so viel hier und das war tatsächlich neu für mich. Also hier gibt es ganz viel Grünfläche, aber irgendwie wird die halt nicht genutzt und jetzt hat sie irgendwie einen Zweck und das finde ich total toll. Am ersten Tag haben wir uns hauptsächlich erstmal mit dem Thema Urban Gardening auseinandergesetzt. Die Kinder wussten gar nicht, was das eigentlich ist. Wir haben zusammen Seedbombs gemacht und einfach hier den Garten ein bisschen erkundet. Und dann, weil YouTube eine ganz große Rolle bei den Kindern in der Altersgruppe spielt, haben wir uns damit beschäftigt. Wir haben uns überlegt, was macht ein YouTube-Video aus, was gefällt uns an YouTube-Videos, was finden wir vielleicht nicht so gut, was gibt es für Formate. Genau, dann haben wir uns so einen groben Ablauf schon mal überlegt. Die Kinder haben überlegt, was könnte man bei Interviews für Fragen stellen. Ich stehe hier gerade in der S-Bahn-Siedlung mit einer der Gärtner. Können Sie sich mal vorstellen? Mein Name ist Ruth-Maria Hinsinger. Zusammen mit meiner Zwillingsschwester bin ich 124 Jahre alt und ich bin eine der Personen, die hier so immer ein bisschen rumwurschtelt und ein Gartenstück hat. Man trifft irgendwelche Leute, die man sonst vielleicht nicht so trifft und ja, das macht Spaß. Diese Geschichte mit der Biovielfalt und mit dem aus dem Abstandsgrün quasi so ein Urban Gardening zu machen, das ist eine Seite, aber die andere Seite, was uns auch sehr am Herzen liegt, ist Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Und Urban Gardening geht auch um halt, dass man Insekten Lebensräume schafft, weil wenn irgendwann mal keine Insekten so mehr da sind, kriegen wir auch keinen Honig oder was auch immer. Also Insekten sind ja auch nicht immer schlecht, auch gut. Also ich bin der Zaid, Saya. Ich bin Leni. Ich bin Sharon. Und ich bin Lea. Und wir sind in Rüsselsheim auf dem Max-Planck-Gymnasium. Genau. Wir machen ein Projekt zum Thema Upcycling. Wir benutzen Schulsachen und machen daraus etwas Neues. Und wir basteln halt Sachen aus alten, aus Sachen, die man eigentlich wegwerfen würde, machen wir neue Sachen. Wir wollten eine Babytragetasche machen mit einem Ranzen und wollten halt gucken, wie es geht. Also wir haben es auch versucht und es ging auch. Wir haben ein altes Schulmäppchen genommen und Erde und Blumensamen reingefüllt und dort drin sollen dann halt Blumen wachsen und es sollte ein Blumenkasten sein. Also wir bauen ja ein Mäppchen aus zwei Plastikflaschen und da werden wir als nächstes einen Reißverschluss ankleben, sodass man das Mäppchen aufmachen kann und wieder schließen kann. Also, wir können es ja hier ganz normal aufmachen, jedes Mäppchen. Kann man hier seine Stifte reintun, also ich finde da passt auch sehr viel rein für ein Mäppchen aus zwei Flaschen. Und ja, sonst halt wie ein ganz normales Mäppchen. Sehr schnell gebaut eigentlich. Das soll ja gerade einfach so viel so. Ja, ihr wollt dann doch vieles dran machen. Los kommt, kannst es fallen lassen. Also, wenn wir den vielleicht mal weg, also man hat so, die würde ich jetzt austeilen. Das machen wir ganz am Ende. Bitte schön. Wollt ihr die Füße lieber am Handy können? Hier muss ich die Musik noch einfügen. Umwelt, wenn man nicht alles wegschmeißen muss und daraus neue Sachen machen kann. Dass man die Umwelt irgendwie schützt und nicht direkt Sachen benutzt, die Einwegprodukte sind oder halt nicht so umweltverschmutzend sind.
und dass man auch Produkte benutzt, die man wiederverwenden kann. Ja, und dann sehen das ein paar Leute und dann inspirieren die sich vielleicht und dann machen die es vielleicht nach und dann, ja.